So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein junger Mann zusammen mit einer jungen Frau. In der Kombination hat man sie, glaube ich, noch nie gesehen. Er ist sonst Trommler bei den Ärzten und sie ist die Frontfrau von den Killer Barbies aus Spanien, eine spanische Kapelle. Sie haben gemeinsam einen Song gemacht und heute Abend sind sie beide zusammen hier. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Bela B. und Sylvia Superstar. Hallöchen! Herzlich willkommen! Ja. Hola! Hola! Ja. Sprichst du Deutsch? Nein. Nein. Just a few words. Just a few words? Ja. Aber du sprichst doch. Also, du sprichst ja. Ja, ich kann Ihnen da gleich weiterhelfen, ja, mein Herr. Sprechen wir in Englisch und ein bisschen Deutsch? We mix it. A little bit English. Okay. And a little bit German. And a little bit Spanish? I cannot speak Spanish. I can okay. only dos cerveza. Por favor. Por favor. It's okay. Ja. Und hier, ja. You know the one? Yeah, of course. Yes. Oh, it's from Spain. Of course, it's from Spain. Yes. Bela, ihr habt zusammen eine Platte gemacht. Yep. Die Killer Barbies, eine spanische Band. Wie kennt ihr euch? Woher kennt ihr euch? Wie kommt es dazu? Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Ich war großer Fan dieser Band. Warum? Unter anderem wegen der Sängerin. Die fiel als erstes auf. Läuft da was zwischen euch? Nee. Is there something between you? Nee, other than the music? No. Besides the music? No. You only do the music together? Yeah. Okay. Die Musik ist das Romantische. Ach so, okay, verstehe. Und erzähl weiter. Ja, und dann haben wir in diesem Jahr einen ganz wunderbaren Film zusammen gedreht. In Spanien, einen Horrorfilm. Killer Barbies vs. Dracula. Ein Horrorfilm? Was ist das denn für ein Thema? Killer Barbies vs. Dracula. Die Killer Barbies spielen die Killer Barbies und Dracula will die Frontfrau aussaugen. In der Kombination. Das bist du? Nee, ich bin der Urenkel von Dracula. Das habe ich aber auch erst ein paar Drehtage später erfahren. Das wussten die nicht so genau. Die haben mich da einfach eingeflogen. Und dann stand ich da am Set und dann haben sie mir immer so häppchenweise gesagt, was ich jetzt machen soll. Und der Film ist so billig, dass ich sogar in dem Film Bela heiße. Aber also, was heißt billig? Wie, ist das ein sogenannter B-Movie? Ein Set-Movie, ja. Also so ein ganz cheap Set gedrehter movie. Film. Yeah, I a cheap movie. Set-Movie. Ja. Yes. Der Regisseur Jess Franco, Franco ist, hat 200 Filme gedreht oder so. Ja. Ist jetzt in den 70ern. Er weiß selber nicht genau, glaube ich, wie alt er ist. Und, der Regisseur? Genau. Und wo kann man den sehen? Den kann man treffen in Spanien. Der lebt in Torremolinos. Nein, ich meine nicht den Typen, den Film. Meine ich natürlich. Wo kann man den Film sehen? Der läuft jetzt im Moment in der spanischen Version demnächst auf dem Festival, Filmfestival. Okay. Und danach gibt es ihn in Deutschland auf Video, DVD. Aha, okay. Where are you from? Which city? I speak with Spanish Vigo. Accent. Vigo. What? Vigo. It's in the northwest of Spain. In the northwest of Spain? Let me think. What is the next biggest town? It's very close to Portugal. To what? To Portugal. Yes. Ah, Portugal. Yeah, yeah, of Portugal. Course. Okay. Close to Portugal, Nordwesten, yeah. Das müsste genau. Oben, ja, an der Ecke, da wo es um die Ecke geht, where the corner is. Alles klar. Ja. Okay, Atlantic Coast? On the Atlantic Coast? Yeah, yeah. Yes, okay. In front of New York. In front of New York? Yeah. Yeah. Okay, the next stop across is New York? If you go by boat, yeah. You appear in New York. Okay, wenn man von da, wie heißt das noch, losfährt, dann ist der nächste Ort, an dem man ankommt mit dem Schiff, ist New York. Ja? Ihr habt einen Song zusammen gemacht, wie heißt der? What is the name of the song? Candy. Candy. What is the story behind the song? It's a cover version from Iggy Pop. Ah, the cover version, natürlich. Candy from Iggy Pop. Yeah. Ah, I see. And it's a duet, and we thought that Bela B is, of course, fucking cool to do that with us. He is what, fucking cool? I'm yeah. fucking cool. Yes. Ah, yes, yes, yes. Of course he is. Yeah, of yes. course. Yes. And did he ask you, or did you ask him? We asked to him. You asked him? Yeah. Ah, sie hat dich gefragt. Sie hat mich gefragt und ich habe mich sehr lange bitten lassen, nicht wirklich. Und dann habe ich es gemacht. Und das heißt, gibt es da jetzt mehr oder ist es nur das eine Lied? Ist nee, wir haben das eine Lied gemacht, das ist auf dem neuen Album von den Killer Barbies, das jetzt demnächst rauskommt, ich weiß nicht genau wann. Ist das das hier oder ist das die Single? Das ist die Single. Das ist die Single, ja, die Single. Candy, Killer Barbies featuring Bela B. Das heißt aber, es gibt natürlich die Ärzte, gibt es weiterhin, oder? Die Ärzte gibt es weiterhin, ja. Selbstverständlich. Am 2. November unplugged. Bei MTV? Kommt unplugged raus und am 4. auf MTV zu gucken, 50 Minuten.
Aha. Die ganze 3-Stunden-Show gibt es dann auf DVD, haben wir jetzt genug Werbung. Ach, natürlich, sehr gut. Was ist das, was du da in der Hand hast? Das ist ein Geschenk eigentlich für Elton, aber der ist heute gar nicht da. Wieso kriegt Elton ein Geschenk und ich nicht? Ja, weil du ein anderes Geschenk kriegst. Ach so, ah! It's a present for... It's a present for me, for yeah. him. Ah. You know him? You know Dieter? Yeah. Yes? For Modern Talking. Yeah, of course, yeah, Modern Talking. He was very young. Yeah. You met him personally? No, no, no. Ah, no, no, no. But did you like the music of Modern Talking? Not really. What do you mean? I'm sorry. It's good music. Yeah. Cherry lady. Yeah, I prefer rock. Oh, you prefer rock, yeah, okay. Something more. But this is for me? Yeah. What is the meaning? It's a mix between Barbie and Gene Simmons from Kiss. Ah, okay. Because I'm very fan of Gene Simmons. Und der Elton kriegt das Kleine dafür. Der kriegt das so Kleine. So ist okay, ja? Musst du natürlich vorher sagen. Achso, hier, guck mal. Das ist für Elton, ja? Das hier und das für mich. Ich habe eben im Publikum bei uns auch eingesehen, der hat genau die gleiche Frisur gehabt wie hier. Können wir dir mal zeigen? Und da hinten, ja, da müsst du ein Ärztefan sein, oder? Bist du Ärztefan? Güter. Sind in Ordnung. Sind in Ordnung. Is it a real tattoo here? Is it a tattoo? Yeah. Is the only one you have? No, I have more. Oh, you have more tattoos. Okay, I see. Du hast auch viele Tattoos, ne? Einige, ja. Wie ist das? Magst du sie alle noch? Ich mag sie alle noch. Weil manchmal ist ja so, in jungen Jahren lässt man sich da irgendeinen Schrott drauf tätowieren und dann hat man das für immer. Ja, machst du einmal ein Weltall drüber, dann ist wieder alles okay. Wann hast du das letzte Tattoo machen lassen? Vor einem Jahr, glaube ich. Was war das? Das war ein Weltall. Ach so, ein Weltall, ja. Keine Ahnung. Ja! Was war das? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Homer Simpson, glaube ich. Nein, einen von den Simpsons hast du drauf machen. Ach, hier. Homie. Guck mal. Das ist ja, nach welchen Kriterien entscheidest du dich da für ein Tattoo? Das nach ist ja doch Fernsehen was, das muss man sich schwer überlegen, oder? Geht das schnell? Ja, ich gucke so Fernsehen und dann wäre ich inspiriert. So. Dann sagst du auch, guck mal hier, Homer, mach mal einen drauf. Genau. Ja? Genau. Da läuft ein Tattoo-Studio und ein Fernseher. Und dann sitze ich da und bin ja als Promi, wäre ich dann auch direkt drangenommen und dann nehme ich das, was gerade läuft. Ja. Wie viele freie Stellen hast du noch am Körper? Ein paar. Hast du frag Oberkörper auch tätowiert? So ein bisschen. Ein bisschen, oder? Aber würdest du auch sowas auch dich an Stellen tätowieren lassen, die man nicht unter Umständen durch Klamotten verdecken kann? Ja. Ja? Ja. Das ist ja irgendwie, also im Alter denkt man sich dann bestimmt manchmal, ach guck mal. Ja, ich bin ja nur hauptberuflich Rockstar. Hätte ich den Homer doch auf den Oberarm gemacht, dann wäre er jetzt nicht am Unterarm. Ja, ja, das geht, das kann man mit Make-up ja alles wegmachen. Ja.